Herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer nach unserer schmachvollen Niederlage oder wie es hier steht, unserer mannhaften Niederlage. Wir haben uns tapfer gegen eine Übermacht gewehrt. Leider hat es alles nichts genutzt. Sämtliche Tricks wurden probiert, sämtliche Register gezogen, aber es hat alles nichts geholfen. Wir haben gegen die Untoten hier verloren, gegen die Untoten von Musilon. Und anschließend haben sie uns einfach nur geplündert und sind sofort wieder zurück in die sicheren Häfen und haben uns hier zurückgelassen, beziehungsweise haben unsere komplette Armee vernichtet. Unser König und Anführer hier, Kommandant, ich hole mir gerade mal hier die Ansicht. Luen Leoncourt ist jetzt außer Gefecht gesetzt für 4 weitere Runden. Ich sehe gerade, hier stehen die Halbmonde vor der Tür. Hier oben stehen die Schädelsammler vor der Tür. Es ist zum Verzweifeln. Wir haben hier drüben noch eine kleine Mini-Armee mit Louis-Dolf Teugard, aber die ist so unterbesetzt und bis wir mit der hier rüberkommen, macht keinen Sinn. Was wir jetzt machen ist, wir bauen unsere Armee wieder auf und zwar erstmal hier drüben. Und sobald hier unser Kommandant wieder einsatzbereit ist, müssen wir die halt austauschen. Ich hoffe, die Angreifer hier lassen uns einige Zeit in Ruhe. Ich hoffe, die nehmen uns nichts mehr ab. Das wäre wirklich ärgerlich. Und wir sind jetzt bei 196. Wir waren, glaube ich, schon mal über 200. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, einen legendären Ritter zu holen. Ich frage mich gerade, ist der dann weg, wenn ich den jetzt rufe? Oder legendärer Ritter, verbleibende Einsätze einer. Oder ist das ein Held? Okay, offenbar ein Held. Was kann ich machen? Bevölkerung inspirieren, Held hinzufügen, Einheiten angreifen, Attentat, Bevölkerung entmutigen, Garnison angreifen, Korruption bereinigen. Der ist jetzt, ist der auf Stufe 30? Okay. Eieiei, dann gehen wir mit dem mal hier runter. Sieht der denn aus hier? Wie im Trailer. Und wir schauen, dass wir hier ein bisschen wieder aufrüsten. Zum einen das Trebuchet. 2 Stück. Dann brauchen wir noch Reiter und Bogenschützen. Bogenschützen. Geschossschaden 25 hier. Sehr gut. Wir nehmen die Feuerpfeile. Und unser Kohle ist schon wieder weg. Wir brauchen Nahkämpfer. Wir haben hier die Landsknechte. Und die Speerknechte. Beide gegen große Feinde. Ich würde hier aber gern dann die Landsknechte mit Schild auswählen. Die sind jetzt neu, oder? Ich glaube schon, dass sie neu sind. Gut, und hier bauen wir unsere Armee jetzt wieder auf und wir schauen einfach mal, was in den nächsten Runden hier passiert. Ob wir hier überrannt werden oder was auch immer. Wir haben aktuell 7 von 18 Felder nicht bewirtschaftet. Das heißt, wir können noch einiges wieder aufrüsten. Und unsere Kollegen hier, ne? Ärgert mich ja am meisten, die machen gar nichts irgendwie. Und der hat jetzt hier auch nicht viel und der muss sich wahrscheinlich hier gegen die Waldmenschen noch wehren. Alles ganz verzwickt. Er hier zum Beispiel, ne? Könnte ja hier auch etwas helfen. Wir gehen in die nächste Runde. Oh, und Rang erhalten, der grüne Ritter. Achso, der hat ja automatisch gleich
Rang 30 erhalten. Ich denke mal, wenn wir den Ritter verlieren, dann ist der auch wirklich weg. Können wir nichts machen. Ich hoffe, der wird jetzt nicht irgendwie abgefangen. Na gut, dann auf in die nächste Runde. Toi, toi, toi. Wir müssen ein beschädigtes Gebäude reparieren hier. Na klar. So viel Geld haben wir nicht mehr. Ich fürchte nur, wenn ich das jetzt repariere, dann werden die gleich wieder hier hochstürmen. Ich nehme hier mal eine Einheit raus. Wir sind jetzt bei 661 Goldstücken. Da müssen wir hier auch wieder reparieren können. Und in die nächste Runde gehen. Ich fasse es nicht, dass es so gelaufen ist bisher. Oh, der will hier oben offenbar was ansiedeln. Er hier zieht weiter. Ja, und die fahren immer noch hoch und runter. Um die kümmern wir uns gleich mal, wenn die an Land gehen. Aber offenbar gehen die nicht an Land. Nein, die gehen nicht an Land. Wir fügen dich der Armee hinzu. Was brauchen wir noch? Hier oben ist wieder alles repariert. Er hat seine Armee wieder aufgeteilt. Was können wir denn hier noch bauen? Wir können upgraden. Das Wasserrad. Oder das Versammlungsfeld zu einer Kaserne und erhalten dann die Landsknechte mit Stangenwaffen. Auch gegen große Feinde. Ah, 4000 kostet uns das. Das Upgrade hier kostet uns 2000. Wir nehmen das Upgrade hier. Und holen uns lieber nochmal etwas Verstärkung. Wir haben hier die Bogenschützen 4. Wir haben die Speerträger, wir haben einen Landsknecht mit Schild. Wir holen uns nochmal einen mit Schild. Eigentlich können wir uns gleich mehr holen, weil bis die alle hier fertig sind, sind alle noch irgendwie Runde 1. Wahnsinn. Was brauchen wir noch? Wir brauchen die Reiter. Die hier, die berittenen Freibauern. Wir haben jetzt natürlich unsere gesamte... gute Kavallerie vom Start ist natürlich auch im Eimer. Foot weg. Einfach ja, dem Erdboden gleich gemacht. Wir haben jetzt nur noch die berittenen Freibauern. Schlecht. Aber wir holen uns hier auch nochmal zwei. Und starten in die nächste Runde. Hier, er ist hier hoch. Okay. Er ist hier hoch, ist offenbar nicht interessiert. Was machst du denn hier? Halbmond. Wo ist denn unsere Kollegin hier? Die kann nichts mehr machen, weil sie kein Geld mehr hat. Und er wird hier wohl irgendwie, denke ich mal, bauen wollen. Neue Runde. Er zieht weiter, das ist schön. Vielen Dank. Er zieht auch hier rüber. Er dreht hier seine Kreischen, der fährt immer auf und ab. Und jetzt kommt er wieder. Ich sehe es doch schon, dass du wieder kommst hier für den Angriff. Er tauscht die Einheiten, wieso auch immer. Und wir haben eine Technologie erforscht. Dekret über den Griff des Todes. Der König verfügt, dass das Königreich sich stets der Bedrohung durch untote Einfälle bewusst sein soll. Und jetzt haben wir einen kleinen, klitzekleinen Vorteil gegenüber Untoten. Führerschaft plus 10 beim Kampf gegen Untote. Und der Verschleiß ist auch kleiner. Leider nicht der Schaden. Eine Migrationswelle kommt. Wir nehmen die natürlich auf. Wir brauchen alles, alle wehrfähigen Männer.
Was können wir noch bauen? Hier baue ich jetzt ungern weiter, weil wenn er wieder kommt und alles zerstört, dann war es das wieder. Können wir denn mit dir? Level 7. Ist gescheitert, leider. Dann hier haben wir jetzt 19 von 20. Unser Kommandant ist in 2 Runden wieder einsatzbereit. Das hier ist ja kein Kommandant, das ist ja nur in Anführungsstrichen ein Held. Okay, dann bauen wir hier noch ein bisschen aus. Oder hier vielleicht. 4000, genau. Es ist sehr viel. Wir bauen lieber hier die Städte aus. Und warten noch einmal ab. Können wir denn hier dir zum Beispiel, dass du den angreifst? Aber ich denke mal, das wird nicht so einfach sein. Können wir irgendjemanden integrieren? Tor zum Beispiel. Wir können mit ihm nicht mehr handeln. Er will nicht beitreten unserer Konföderation. Ist verständlich, nachdem wir so kläglich versagt haben. Baston auch nicht. Carcassonne. Nein. Gut, können wir vielleicht noch Ziele zuordnen? Wenn ich jetzt sage, du hier unten, wem kann ich überhaupt Ziele zuordnen? Ich kann Carcassonne Ziele zuordnen. Und zwar keine hier oben, leider. Ah, leider nicht. Artois. Könnte ich hier den Kerbhornstamm zuordnen? Nö, ist auch Quatsch. Wir haben hier... Nein, die sind alle wohl nicht mit dabei im Krieg. Können wir dir Frieden anbieten vielleicht? Einfach um unsere Armee wieder etwas aufzubauen. Jetzt will er natürlich kein Friedensabkommen mehr. War klar. Gut. Wir wählen noch eine neue Technologie, zum Beispiel breitere Pflüge oder ein Dekret, aber wir kämpfen aktuell gegen Untote, das heißt, haben wir bereits. Wir könnten, Paraphon macht keinen Sinn, Baston. Wir könnten uns hier durcharbeiten bis nach Carcassonne oder wir bauen hier aus. Wir haben hier verbesserte Bautechnik mit mehr Einkommen. Dann machen wir dich zuerst vielleicht. Die kosten hier alle, deswegen 4000. Dann erforsche einfach mal die breiteren Pflüge. Die sind noch kostenlos. Nächste Runde. Okay, die verziehen sich. Er läuft hier wieder rein, wieso auch immer. Wird gleich jetzt wohl... Was macht er denn jetzt hier? Rüstet er sich jetzt hier für uns? Kann das sein? Kann es sein, dass er sich jetzt hier rüstet? Wir können noch... Einen Slot haben wir noch frei. Da könnten wir uns noch was holen. Ein Knappe, Beehender Infanterie ist das. Der macht Schaden, 25, aber der ist ja doch, Rüstung 70. Waffenstärke 35, okay, sehr gut. Wir holen uns noch einen, da zwei Runden. Ansonsten können wir, hier können wir noch was bauen, machen wir nicht. Ich
Ich bin gespannt, was er hier macht, ob er hier angreift. Charakter hat eine nicht zugewiesene Fähigkeit. Er hier, Rittergelübde, fahrende Ritter, Ritter des Königs und Pegasus-Ritter, ist in dem Unterhalt reduziert. Ah, da haben wir noch gar nichts gemacht. Wir nehmen die inspirierende Gegenwart. Alles für die Flotte, wollte ich jetzt schon sagen. Für die Gruppe. Okay, die verziehen sich wieder. Das freut mich wirklich ungemein. Ah, und jetzt kommt er hoch. Ich werde bekloppt. Mit allen beiden natürlich. Belagerung von Lyonesse in Lyonesse begonnen. Aha, wir sind umzingelt. Können wir dich... hätten wir gleich machen sollen. Dich hier hochbringen. Die Belagerung. Rekrutierung gesperrt. Diese Siedlung wird belagert. Das heißt, wir können nicht mehr rekrutieren. Frage ist, ob du dann hier vielleicht ein bisschen noch dazwischen funken kannst. Yes. Ist unser Anführer ist schon wieder hier. Den müssen wir wieder rekrutieren. Am besten vielleicht hier oben. Hier ist er. Für 825. So, dann bist du nicht. Du bist doch, du musst hier schon reingehen. Damit wir hier die Beehänder, wo sind die denn? Die gibt es hier nicht. Und die können wir nicht rekrutieren, weil... Wieso können wir denn die Beehänder nicht rekrutieren? Na gut, wir holen uns nochmal Landsknechte, was alles geht. Auch jetzt, wenn wir Abstriche machen müssen. Und eilen ihn hier dann auch noch zu Hilfe. Aber ich vermute das Schlimmste. Solange wird sich der nicht Zeit lassen. In 12 Runden müssen wir hier aufgeben. Wenn er die Belagerung fortsetzt. Am Hof machen sich Gerüchte breit, denen zufolge ein ausländischer Fürst die bretonischen Gelübde offen verspottet hat. Werdet ihr eine solche Anmaßung dulden? Okay, Ignoranz, Führerschaft minus 25 Euro, Kavallerie. Oder Handelseinkommen minus 80% durch Zölle für 10 Runden ist doch der Hammer. Was die uns hier Knüppel zwischen die Beine werfen. Hier rügen die. So, du hast... Wir sind jetzt bei minus 22. Das ist egal, wir rekrutieren nochmal eine Stufe durch. Alles, was geht. Und hier können wir noch upgraden. Wie wäre es denn hier mit den Rittern, mit den Kavallerien? Ja. Nächste Runde. Wir müssen noch 2-3 Runden überstehen hier. Was ist los? Musilon und Tote. Okay, verstehe ich das jetzt richtig? Die zahlen uns 3000 Gold.
Die zahlen uns 3000 Gold für den Friedensvertrag, obwohl sie uns gerade belagern. Okay. Ich muss mir das jetzt ganz genau überlegen und die Entscheidung fällt im nächsten Video. Bis gleich.